begrüße euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich mit euch ein Weihnachtsgebäck zubereiten, das man nicht in den Backofen schieben muss. Ja, beginnen wir gleich einmal. Was brauchen wir alles dazu? Zuallererst zerbreche ich einmal die Biskotten. Kleinere diese mal, soweit es geht. Nun sind sie schon fein zerkleinert. Ich gebe nun den Zucker dazu. Da habe ich Staubzucker verwendet. Dann natürlich gebe ich auch noch Vanillezucker hinein. Etwas Milch. Die zerlassene oder auf Zimmertemperatur gebrachte Butter. Den Namensgeber Kakao. Eventuell einen Schuss Rum. Bei den Kindern lässt man das klarerweise weg. So, das Ganze vermischen wir wieder. So lange, bis das eine kompakte Masse entstanden ist. In dem Fall wird schon genügen. So eine Form werde ich jetzt mit Folie auskleiden. Ihr könnt es natürlich auch nur die Folie verwenden und die Masse einrollen. Ich habe mir halt gedacht, in einer Form schaut es auch ganz nett aus. Nun wird die Masse hineingefüllt. Schön glatt gestrichen. Da kann man sich auch mit einem etwas Wasser behelfen, dass man die Arbeitsgeräte nass macht, geht es umso schöner. Decke ich diese noch zu und lasse sie ein, zwei Stunden im Kühlschrank stehen, beziehungsweise in den Wintermonaten ist es ideal, lasse ich es ins Freien draußen und ja, kann es alsbaldigst weiterverarbeiten. Inzwischen kann ich mir schon mal ein Gefäß in einem Wasserbad zustellen. Da drinnen werde ich jetzt entweder Butter oder Kokosfett mit Schokolade weich machen, flüssig machen. So, Wasser nicht zu heiß werden lassen. Also wir können es ruhig auf klein drehen. Es kann langsam zergehen, weil Mayonnaise auf die Masse im Kühlen warten müssen. So, nachdem unsere Masse eine schöne Festigkeit angenommen hat, werden wir es einmal aus dem Gefäß herausnehmen, von der Folie befreien. Also wie gesagt, ihr könnt es auch Kugeln machen, ihr könnt es auch nur in Papier einwickeln, wie ihr wollt. Ich habe mir da jetzt schon einmal ein Messer feucht gemacht und werde dann stückelweise die Schokotranchen herunterschneiden. So, aus den Randstückeln mache ich jetzt noch ein paar sogenannte Punschkugeln. Auch da ist es ratsam, die Handflächen nass zu machen. So, die Schokolade ist jetzt auch oder hat auch die richtige Konsistenz. Und nun tauche ich Stück für Stück diese in Schokolade. Ich nehme dazu eine Gabel. So wird eins ums andere eben glasiert.
wenn man das Produkt jetzt in Schokolade getaucht haben, machen wir nun mal in Schokolade ein bisschen weicher und lassen über die gedunkten Kekse noch diesen drüberinnen. Hübsch mal ein bisschen. Nun, das war es auch schon wieder. Wenn die Schokolade gut gekühlt ist, dann werden wir es herunterlösen vorsichtig und natürlich am Teller anrichten. Schaut ähnlich aus wie ein Rehrücken. Kann man eigentlich ganzes Jahr als Mehlspeise auch verwenden, nicht nur zur Weihnachtszeit. Ja, ist relativ rasch zubereitet und mir bleibt eigentlich nur mehr übrig, euch alles Gute zu wünschen, gutes Gelingen, lasst es euch auch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder.